Hallo da draußen. Heute möchte ich euch einmal meine Piraten von Freebooters Fate vorstellen. Ich habe die schon eine ganze Weile, eigentlich seitdem es das Spiel gibt. Ich glaube, die erste Edition kam damals 2010 auf den Markt und seitdem habe ich auch eigentlich meine ersten Figuren. Das, was ihr hier jetzt seht, ist meine aktuelle Sammlung an zusammengebauten und bemalten Figuren. Wie ihr seht, ist nicht alles bemalt, aber verwenden in Spielen tue ich aktuell eigentlich nur die bemalten Figuren. Also ich versuche bei Freebooters Fate, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, nur bemalt zu spielen. Das ist eigentlich doch recht einfach möglich, da das Spiel doch nur recht wenige Figuren benötigt. Und begonnen habe ich damals, wie üblich, mit der Starterbox, eben mit hier Kapitän Rosso als ersten Anführer und habe mir dann doch recht schnell auch erste Figuren dazu geholt. Und mittlerweile sind wir ja in der zweiten Edition angekommen. Damit verbunden habe ich mir dann auch, als es die Möglichkeit gegeben hatte, in der Pre-Order die neue Starterbox der Piraten zu bekommen, habe ich mir diese auch geholt. Dort waren unter anderem eben Lieutenant Grodd enthalten, den ich auch recht schnell dann mal bemalt hatte, um ihn mal zu testen, um ihn mal einzusetzen. Dann eben Rubio, ist mein dritter Anführer, der war auch in der Starterbox damals dabei, also in der zweiten jetzt für die zweite Edition. Den habe ich leider noch nicht bemalt. Hat auch damit zu tun, dass ich leider nicht so oft zu spielen komme. Daher bin ich mit den beiden bisherigen Anführern Rosso und Regicide schon recht gut ausgekommen. Was mir bei den Piraten auch gefällt und weshalb ich mich für diese Fraktion damals auch entschieden hatte, ist eben die große Abwechslung. Das Schöne bei den Piraten ist eben, dass man sie sehr abwechslungsreich spielen kann. Sie haben eigentlich alle Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Eben auf Nahkampf, Fernkampf orientiert. Alles dazwischen, sie sind nicht so spezialisiert. Deswegen damals diese Fraktion. Und ich habe mir mittlerweile auch schon weitere Figuren geholt. Also ich glaube, mittlerweile habe ich sogar schon fast die komplette Auswahl an Charakteren für die Piraten. Nur ein paar Einzelfiguren, die mir noch fehlen. Und hier auf der Seite habe ich auch noch eine Söldnerin, die habe ich jetzt mal dazugegeben. Sie ist zwar keine Piratin, aber ich habe sie in meiner aktuellen Listenzusammenstellung dabei und die werde ich euch im Anschluss dann auch nochmal zeigen und ein bisschen da sagen, was ich mir dabei gedacht habe. Und aus diesem Grund habe ich sie hier auch dazugestellt. Mal zum Überblick der aktuellen Sammlung. Also ich habe aktuell die drei Anführer, Rosso, Regicide und rechts eben Rubio. Dann im Gefolge habe ich hier zwei Cuchillo, die schon bemalt sind und eigentlich auch regelmäßig ihren Weg in meine Listen finden. Die habe ich eigentlich fast immer dabei. Dann habe ich noch zwei Piraten, die auch für mich irgendwie Pflicht sind. Die Mannschaft heißt ja auch Piraten. Also nehme ich eigentlich immer einen Piraten mit. Ich hatte bisher noch keine Liste, wo ich überhaupt keinen dabei hatte. Dann habe ich noch eine Tiradora und daneben rechts eben die zweite Piratin aus der aktuellen Starterbox. Die ist noch unbemalt. Und die beiden Figuren hier daneben, die habe ich schon mal gebaut.
aber noch nicht bemalt, weil ich auch noch nie eine Liste gespielt habe, wo ich diese verwendet hatte. Das ist links der Matelot und auf der rechten Seite ganz außen der dritte Cuchillo. Damit habe ich dann eigentlich schon drei. Und hier die beiden anderen, gleich wie auch von den Piraten, habe ich dann insgesamt auch drei. Auch dort eben noch nicht bemalt, die letzte Figur, weil ich auch noch keine Liste irgendwie zusammengestellt hatte oder habe und im Kopf habe in irgendeiner Form, wo ich drei brauchen würde. Dann von den Spezialisten her habe ich hier aus der aktuellen Starterbox eben den Lieutenant Grudd. Den spiele ich recht gerne aktuell. Auch aus dem Grund aktuell bei mir in der Liste, weil ich Big Jenny noch nicht habe, also das Modell habe ich, aber das ist noch nicht gebaut. Daher habe ich Lieutenant Grudd dabei. Dann weiters Curly Ann und die Lady. Curly Ann aktuell am Anfang sehr viel gespielt, aktuell eher nicht mehr, obwohl mir die Figur recht gut gefällt. Ist aber mit dem Fernkampf und mit der hohen Nahkampfstärke nicht ganz das, was ich aktuell spiele. Daher aber, ich habe dafür die Lady jetzt eigentlich immer dabei gehabt in den letzten Spielen. Und hier noch als letzte bemalte Figur der Spezialisten Spitfire. War auch eigentlich von Anfang an dabei. Die hatte ich mir damals gekauft zusammen mit der ersten Grundbox. Und zu Beginn dann auch eigentlich, wenn ich mal zu spielen gekommen bin, immer gespielt. Und in letzter Zeit hat sie ein bisschen den Platz hergeben müssen für eben andere Figuren, die ich mitnehme. Und dann habe ich hier noch drei Figuren, die ich noch überhaupt nicht oder nur wenig gespielt habe. El Imperador auf der linken Seite habe ich mal ein, zweimal probiert. Der ist recht interessant, weil er doch recht viel aushält. Ich habe nur meistens dann darauf vergessen, dass er ja, wenn er ausgeschaltet ist, am Spiel bleiben kann, wenn man eine Karte zieht dementsprechend. Daher ist er bei mir nicht so gut gewesen. Dann La Hoja in der Mitte, die habe ich recht neu, habe ich bisher noch überhaupt nicht gespielt, auch weil sie noch nicht bemalt ist. Denn mit ihr habe ich das Konzept eigentlich so mir gedacht, dass ich mindestens zwei Cuchillos mitnehme. Ich hatte aber sehr lange von den Cuchillos hier nur den linken bemalt. Der rechte ist der aus der aktuellen Starterbox. Und der ist erst im Verlauf der letzten Monate mal bemalt worden. Daher wird es jetzt noch ein bisschen dauern, bis ich mir dann die La Hoja-Liste mal zusammenstelle und sie dann anmale. Weil jetzt habe ich endlich zwei Cuchillo, um sie zu verwenden. Eventuell dann auch noch den dritten, je nachdem. Mal schauen, was die Liste dann hergibt, welcher Mannschaftsliste ich zum Schluss dann rumkomme. Und hier als letzte Figur noch den Long John. Ebenfalls eine schon ältere Figur. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die Figur schon seit Anfang an im Spiel gibt, aber zumindest ist sie recht früh schon gekommen. Habe ich mir auch damals gleich geholt und war eigentlich immer bei mir in der Liste als ein Charakter, der zwar nur recht langsam ist, aber ich glaube mit 60 cm Reichweite doch eine recht hohe Reichweite hat mit seinen Waffen. Die meisten weitreichenderen Waffen bleiben ja, glaube ich, bei 50 cm. Also es ist doch recht selten, dass man mal eine Waffe mit 60 cm Reichweite hat. Und dann eben hier habe ich noch meine Söldnerin Estrella Nocturna. Die habe ich. Willkommen zurück. Hier seht ihr jetzt meine aktuelle Mannschaft, 500 Dublonen. Ich habe diese
Mannschaftszusammenstellung erst bisher einmal gehabt, erstmal einmal getestet. Will ich aber weitermachen. Hat mir damals im ersten Spiel doch sehr gut gefallen, hat doch ein paar Möglichkeiten. Chateau ist doch auch recht abwechslungsreich. Das ist auch mir sehr wichtig. Ich habe als Anführerin hier Regie Sid dabei. Sie ist recht interessant, weil sie doch recht eine hohe Stärke hat. Mit Stärke 8 müsste es sein. Ist doch recht. Ich glaube, Stärke 7 ist der normale, so die Grundstärke. Sie ist dann doch ein wenig stärker und kann auch und ist ein recht starker Nahkampfcharakter, würde ich mal sagen. Ist ja zwar eine Schusswaffe auch dabei, ist aber doch eher für den Nahkampf gedacht und so spiele ich sie eigentlich auch, also doch sehr offensiv. Ich will mit ihr nach vorne und habe dafür die Söldnerin dabei, die ich vorhin genannt habe, Estrella Nocturna. Eben als Mystikerin hat die beiden Loas Talion und Kalaka bei mir dabei. Der eine ist eben gedacht gegen den Gegner, der andere als Support. Und grundsätzlich schaut es dann so aus, dass ich Talion, also dass ich beide Charaktere, die Estrella und Regie Sid, zusammen aufstelle, nah beieinander. Und dann in der ersten Aktivierung, wird er in der ersten Runde aktiviert, immer zuerst die Söldnerin, ganz egal, ob was vorher mit den anderen Charakteren bisher passiert ist. Und spricht dann oder versucht dann eben den Talion anzurufen auf meine Anführerin, um auf diese Art und Weise einerseits, wenn sie Schaden bekommt, ihre Fähigkeit auszulösen und aber auf der anderen Seite möglichst wenig Schaden zu bekommen, dadurch, dass sie eben mit Talion Schaden zurückwerfen kann und dann eben auch im Verlauf des Spielers möglichst lange zu überleben, weil man eben jedes Mal eine Schicksalskarte zieht und bei einer weißen Karte die Hälfte des Schadens aufgerundet eben an den Gegner zurückwirft. Und als zweiten offensiven Unterstützungs Loa habe ich Kalaka dabei, den ich dann auf den Gegner spreche, um so dann, wenn ich mit zum Beispiel meiner Chefin, meiner Anführerin oder auch mit der Lady zum Beispiel dann anzugreifen, im Nahkampf, Sturmangriff oder so etwas zum Beispiel, möglichst hohen Schaden zu bekommen, anzurichten. Das ist so diese Combo, die ich mir dabei überlegt habe, die hat auch beim ersten Spiel ganz gut funktioniert. Dann eben nach meiner Anführerin habe ich dann hier im Gefolge zweimal Piraten dabei. Wie gesagt, das sind die beiden hinteren. Wie gesagt, Pirat habe ich immer dabei. Und dann auch noch zwei Cuchillo, das sind die beiden vorne. Die habe ich auch mittlerweile immer dabei, weil ich doch gemerkt habe, diese Wurfmesser, das ist doch ganz cool, wenn man die hat. Und aufgrund der Anzahl an Gefolge, die ich jetzt eben dabei habe, habe ich dann neben der Söldnerin eben, als die dann den ersten Spezialisten-Slot mehr oder weniger ausfüllt, habe ich dann noch Platz für bis zu drei weitere Spezialisten, weil man eben bei den Piraten pro Gefolge, den man mitnimmt, ein Spezialistenmodell mitnehmen kann und eines von diesen Spezialistenmodellen kann auch ein Söldner sein. Und daher habe ich für die verbleibenden Punkte dann noch oder Dublonen eben noch die Lady mitgenommen, weil mir das Modell sehr gut gefällt und ich habe doch mittlerweile einige Jahre, ich weiß gar nicht, ist das Modell vor 8 oder Jahren oder wann rausgekommen. Seitdem habe ich die Figur und habe sie jetzt erst voriges Jahr zusammengebaut und bemalt. Deswegen wollte ich sie auch unbedingt in der letzten Zeit mal einsetzen. Und deswegen ist sie auch hier in der Liste dabei bei mir. Und sie ist eben recht stark im Nahkampf. Sie hat mit ihrer zweihändigen Axt
doch Stärke 10, solange sie keinen kritischen Treffer erlitten hat in einem der beiden Hände und das in Verbindung mit eben der Möglichkeit durch den Loa noch einmal 2 Schaden mehr zu machen. Es ist schon, hat sich gezeigt, recht heftig, kann recht heftig sein. Und eben dann als letzten Spezialisten habe ich dann noch Lieutenant Kratz dabei. Wie vorhin auch schon erwähnt, habe ich Big Jenny zwar bereits, aber nicht gebaut. Daher habe ich ihn jetzt mal mit. Er ist zwar mit seiner Reichweite von nur 8 cm recht langsam mit seinem Holzbein, hat aber eigentlich bisher keine großen Probleme gemacht, weil ich eben auch wenn ich ihn gespielt habe, egal ob in dieser Mannschaft jetzt beim letzten Spiel, wo ich das mal getestet habe, oder auch in den vorangegangenen Spielen zusammen mit Regisid oder auch mit Rosso oder auch in den ein, zwei Testspielen, die ich schon gemacht habe mit Rubio, ist er doch eher im Hintergrund. Daher ist es nicht so notwendig, dass er so schnell ist. Und wieso ich ihn auch dabei habe, ist eben die Lieutenant-Sonderregel, dass er eben, wenn dann im Verlauf des Spiels passieren sollte, dass Regisid eben vom Spiel ausscheidet, weil ich es ja doch, wie vorhin gesagt, auch recht offensiv spiele, ich dann mit Lieutenant Krutt noch immer ein Modell habe, das Befehle geben kann an andere Modelle. Und aus diesem Grund, da er eben eher im Hintergrund auch bleibt, hat er von mir auch noch die Kartusche bekommen. Ich habe dann am Ende nach den Figuren, es sind doch, wie man hier auch sieht, 8 Figuren. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Zahl, die ich dort zusammenbekommen habe. Ich hatte mir zuerst gedacht, dass sich das nicht ausgehen könnte mit der Idee, die ich hatte, aber Gott sei Dank doch. Und dann eben, nachdem ich die beiden Loa dann dabei hatte, habe ich dann gemerkt, ich habe noch 15 Punkte oder 15 Dublonen übrig, um auf die vollen 500 Dublonen zu kommen und habe dafür eben die Kartusche mitgenommen für Lieutenant Grad, die habe ich ihm gegeben, weil er auf diese Art und Weise dann seine Bombarde, die ja doch als schwere Waffe zählt und damit eine komplexe Aktion bräuchte, um nachzuladen, in derselben Runde nachladen und dann auch noch einmal schießen könnte oder nachladen und sich bewegen könnte. Das hat doch ganz gut funktioniert, ist zwar nur einmal im Spiel möglich, aber so in der dritten, vierten Runde ist das Ganze dann schon mal recht brauchbar. Und eben, was ich vorher noch vergessen habe, eben bei der Lady, der habe ich noch Sägeschliff gegeben auf der Axt, wodurch sie dann eben im Nahkampf, wenn sie dann mit ihrer Nahkampf, wenn sie Schaden verursacht hat, dann kann sie eben durch das Ziehen einer weiteren Schicksalskarte, ich glaube, das ist dann die weiße Karte, wenn man eine weiße Karte zieht, verursacht der Treffer automatisch, ist der Treffer automatisch ein kritischer Treffer. Und ja, also das ist meine aktuelle 500 Dublonen Mannschaft mit eben Regisita als Anführerin, insgesamt 8 Modelle. Doch recht stark auf das Thema Nahkampf ausgerichtet, in Verbindung mit eben Schusswaffen. Eben hier die Wurfmesser bei den Cuchillos. Dann die Piraten haben sowieso auch alle eine Pistole dabei. Lieutenant Trott seine Bombarde. Regisid selbst hat auch noch einmal eine Pistole dabei. Und eben auch die Lady hat dann eine Axtpistole, sieht man hier, ist auch noch eine Schusswaffe integriert in der Axt, die kann damit auch noch schießen. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt die aktuelle Liste, die ich mir zusammengestellt habe und in der nächsten Zeit dann das ein oder andere Mal auch testen möchte. So viel mal von mir. Lasst einen Kommentar da, falls euch die Liste gefallen hat oder teilt mir mit, was ihr von der Liste haltet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.